Und dann schrieb gestern jemand, ist aber tatsächlich so, er hat einfach keine Ahnung. Geld ist schön, aber Geld ist nicht alles. Paul ist der Puppenspieler und ich bin einfach nur die Puppe. Lass mal deinen Blick durchs Büro schweifen und sage mir, dass du in den letzten Jahren nicht viel Technik gekauft hast. Also jetzt wirklich ohne Scheiß, Alex, techniktechnisch habe ich die letzten Jahre nicht mehr viel gekauft. Viele Dinge sind einfach entweder Placements gewesen oder Gerätschaften zum Testen. Ich meine, ja, das Licht habe ich gekauft, aber das ziehe ich jetzt mal, ich ziehe solche Sachen, rechne ich jetzt mal raus wegen, weil es ist halt für YouTube-Videos, damit verdiene ich halt auch mittlerweile Geld. Das ist halt Arbeitsmaterial, aber ansonsten habe ich wirklich nicht viel gekauft. Aber die meisten Dinge kaufe ich nicht mehr. Glücklicherweise, dank euch muss ich es nicht mehr kaufen, weil ich kann es halt für YouTube machen. Kannst eh mal alles von der Steuer absetzen. Menschen, die sagen, dass man Sachen von der Steuer absetzen kann, haben das Steuersystem noch nicht verstanden. Das ist übrigens der dümmste Satz, den Content Creator mittlerweile bringen, weil auch wenn du es von den Steuern absetzen kannst, musst du das Geld erstmal ausgeben und davon kriegst du ja im Endeffekt auch nicht wirklich was wieder. Das ist halt Quatsch. Die Aussage ist einfach Nonsens. Das sagen Leute einfach meist, glaube ich, nur um sich besser zu fühlen. Würde ich jetzt mal behaupten. Placement überwiegt mittlerweile. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, und das möchte ich jetzt euch auch mal ganz ehrlich sagen, weil heute so ein Tag ist, wo ein paar mehr E-Mails reingekommen sind. Ich habe, seitdem ich jetzt YouTube mache, seit einem Jahr, bekomme ich so viel Shit, dass ich mich im Endeffekt gar nicht mehr retten kann davor. Und heute ist das erste Mal eine Firma auf mich zugekommen, bei der ich früher mal angefragt habe, ich selber, und die das abgelehnt haben. Und jetzt wollen sie, dass ich unbedingt ihre Produkte teste. Was heißt unbedingt? Sie wollen das jetzt. Und ich muss mir jetzt momentan nichts mehr kaufen. Also Placements überwiegen schon. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich noch nicht groß genug bin. Beispielsweise, ich würde nirgendwo eine Grafikkarte kriegen. Aber muss man auch sagen, also ihr beglückwünscht mich jetzt gerade. Das ist auch zu einem sehr, 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 sehr großen Teil mit unter Paul, mit dem ich ja zusammen das YouTube-Ding mache. Das ist ja kein Geheimnis. Der trägt da einen sehr großen Teil bei. Ne? Also man könnte schon meinen, ich habe das letztens sehr gut beschrieben, Paul ist der Puppenspieler und ich bin einfach nur die Puppe. Also das, was ihr seht, bin ich, aber im Grunde genommen ist all das, was passiert, der Mensch, der dahinter ist. Diese ganzen, also das, was wir gemeinsam machen, also was wir wirklich gemeinsam alles durchgehen, was Content angeht, Videoideen, den ganzen Kram mit dem Licht, den ganzen, also wirklich Skripte schreiben, was können wir für euch besser machen. Das bin ja nicht nur ich. Das ist ja, wie gesagt, Paul ist das mit dazu. Der schneidet den, er schneidet das auch alles für euch. Und wir, also überlegen mal, was wir momentan an Content machen. Also ich würde sagen, mittlerweile ist Dizzy nicht nur Dizzy, sondern Dizzy und Paul eigentlich schon. Ich habe nur, also ich gebe gerade momentan nur den Namen her, mein Gesicht und meine Stimme. Und ich glaube, das wird auch die nächsten Jahre sehr schön werden. Freue ich mich sehr drauf. Gab es Placements in der Vergangenheit, die du bereut hast? Nö, absolut gar nicht. Ich bereue auch nicht die Taten, die ich gemacht habe. Ich habe da ja mal so eine relativ bekannte Firma im Hardware-Bereich, ein Urgestein für auch Sim-Racing-Hardware, und die waren nicht so erpicht darüber, wie ich ihr Produkt fand, aber gut, es ist halt wie es ist, weil mir ist meine Glaubwürdigkeit und Authentizität wichtiger als den Paycheck von der Firma. Das Schöne, was bei mir die letzten Wochen bzw. Monate im Kopf ein bisschen geklingelt hat, ist, Geld ist schön, aber Geld ist nicht alles. Wisst ihr, wenn ich jetzt mal, also einige Menschen kommen auf mich zu und sagen, boah, Dizzy, du hast dich aber sehr verkleinert und du bist jetzt so, bist ja nicht mehr so groß wie früher und mach dir das keine Sorge oder solche Dinge werden halt relativ häufig an mich rangetragen und ich sitze nach wirklich vielen Jahren, die ich das jetzt hier mache und denke mir halt so, ey, okay, ich fange gerade von null an, also nicht mehr ganz null, aber ihr wisst schon, was ich meine, nicht mehr so wie früher. Aber ich bin happy so. Ich lache viel, ich grinse viel. Und ja, es ist weniger Geld als früher. Aber dafür habe ich den Spaß meines Lebens. Und bin zufrieden mit dem, was ich mache. Ich muss mich nicht zu irgendwas zwingen. Sondern das, was ich gerade mache, erfüllt mich mit Freude. Menschen zu helfen, mein Wissen zu verteilen, mich selber auch ein bisschen Maß zu regeln und selber auch besser zu werden. Das macht mir mehr Spaß, als wie früher 15.000 Euro im Monat zu verdienen. Weil die 15.000 Euro haben das Leben nachher auch nicht schöner gemacht. Und ich sag mal so, wenn man sich das jetzt alles mal anschaut, was so die letzten, ich nenne es mal das letzte Jahr, seitdem wir mit YouTube angefangen haben und auch echt ein sehr gutes Verhältnis mit Paul habe und auch mit anderen Menschen,
ein anderes Verhältnis habe. Ich würde fast sagen, seit, oh, Entschuldigung, Mutti. Natürlich gibt es schlechte Tage, das kann man definitiv nicht von der Hand weisen. Aber die schönen Tage überwiegen halt einfach, wisst ihr? Also die überwiegen einfach, auch wenn weniger Geld da ist. Es kommt, wie es kommt und es ist, wie es ist. Und forcieren kann man den Scheiß eh nicht. Also du kannst das nicht forcieren. Es ist, wie es ist. Die Leute gucken dich, dein Content, das, was du machst, weil du so bist, wie du bist und ob du gute Ideen hast oder nicht. Und Menschen mögen dich oder mögen dich nicht und das kannst du nicht ändern. Wisst ihr, wenn 5 Leute sagen würden heute, boah, Maga, dieses Nesca-Fahren geht mir so auf und sag, ich guck deinen Stream heute nicht, das würde in mir überhaupt nichts auslösen. Da sage ich mir, okay, 5 Leute gehen, 10 Leute kommen, weil die sich darauf einlassen und sich komplett abgeholt fühlen und Nesca einfach übelst feiern. Es ist mir einfach wirklich mittlerweile egal. Ich möchte nicht irgendwie schlafen gehen und übelst gestresst sein, weil Leute irgendwas nicht mögen. Es ist, wie es ist. Und so macht man halt sein Content. Nicht resilient. Ist das egal. Ich habe das beste Beispiel. Und zwar folgender Kommentar unter dem... Ich habe ein VHS, also meine VHS-Pedal-Video war das mit das erste, was ich gemacht habe damals. Alleine noch alles, war nicht der Banger. Aber da schrieb halt jemand vor 3 Monate drunter, du hast keine Ahnung von Simracing und beurteilst Pedale. Das tut mir wirklich weh. Dann habe ich einfach nur selber ein Herz runtergeschrieben und dann schrieb gestern jemand, ist aber tatsächlich so, er hat einfach keine Ahnung. Und mittlerweile, also früher, hätte ich mich persönlich davon angegriffen gefühlt. Also wirklich sehr angegriffen, sodass ich Kommentare geschrieben hätte und irgendwie versucht hätte, mit den Menschen zu schreiben. Und heute denke ich mir so, du, ich mache das seit 4 Jahren. Wenn ich in meinen Lagerraum gehe, stehen da 8 Paar Pedale. Es sind 6, 7 Wheelbases hier. Firmen schicken mir Sachen, weil sie darauf Wert legen, was ich sage. Oder dass sie Feedback kriegen. Ja, du, dann habe ich einfach keine Ahnung. Ich habe meine Ruhe und du hast recht. Und das löst wirklich überhaupt nichts mehr aus in mir. Nichts. Du, entweder gefällt dir das und es hilft dir oder nicht. Und wenn es oder nicht ist, dann ist dem halt einfach so. Dann machst du dein Ding und ich mache mein Ding. Im Gegensatz zu demjenigen, der das aber schreibt, mache ich was Sinnvolles mit meinem Leben, würde ich mal behaupten. Dann ist das halt, ist schon einfach so. Und das hat viel verändert. Das hat für mich so viel verändert, dass ich Menschen, mit denen ich, also ich unterhalte mich wirklich mit vielen Menschen und ich helfe auch Menschen noch in meiner Freizeit, was mir manchmal auf den Keks geht. Ich das aber trotzdem mache, weil ich mir immer denke, Menschen, die dich konsultieren und Fragen haben, die machen das nicht, weil die dir auf den Sack gehen wollen, sondern weil die das wertschätzen, dass du dein Wissen teilst. Das hat auch einen Moment gedauert, bis das bei mir ankam, weil früher hat mich das immer genervt so. Heute übernervt mich das gar nicht mehr. Aber an der Stelle denke ich mir immer, von 100 Leuten sind 98 Menschen, die dir einfach wirklich herzensgute Kommentare schreiben, die sich Mühe geben dabei, dir auch zu sagen, du Dizzy, dein Licht ist wirklich nicht so der Banger. Wäre schön, wenn du das in Zukunft für uns mal ändern könntest. Das wäre echt prima. Da lege ich lieber auf die 98 Leute Wert, als auf die 2, die so eine Scheiße schreiben. Die Leute können den ganzen Tag so eine Kacke unter die Videos schreiben. Am Ende weiß aufgrund eines sehr schönen Feedback-Zirkel, der um mich rum besteht, von Menschen, die auch sagen, was Kacke ist, weiß ich schon, was nicht gut ist. Und dann ist mir das auch einfach egal, ob du das da hinschreibst oder nicht. Früher hätte ich damit dann aufgehört, die hat keine Videos mehr gemacht oder bis in diese ganze Fanatec-Thematik zum Beispiel. Die war am Anfang nicht wirklich sehr gut besprochen oder sagen wir mal geäußert, diese Thematik. Das fühlte sich immer wie so ein bisschen Hasspredigen an, was auf jeden Fall auch gut ist, da ordentliches Feedback gekriegt zu haben, um das mal in eine konstruktive Art umzubauen, die sinnvoller ist. Aber wisst ihr, am Ende des Tages mache ich immer noch die Videos. Wenn ich das scheiße finde, was sie da machen, dann finde ich das scheiße, was sie da machen. Und dann ist mir das auch einfach egal, ob mir 99 Leute runterschreiben, dass ich doch einfach keine Ahnung davon habe. Aber dann trotzdem 2000 Leute davor bewahrt habe, bei einer Firma einzukaufen, die absolut katastrophalen Kundenservice hat, Versandprobleme hat, Lieferungsprobleme hat und die ganze Liste, die da dran ist. Versteht ihr? Das wiegt das nicht mehr auf. Aber es dauert echt lange, bis man so eine Sache mal verstanden hat, weil man irgendwann so festgefahren ist in seinem eigenen Leben, dass man sich selber so ein bisschen aus den Augen verliert, wisst ihr? Und wenn man sich aus den Augen verliert, dann hat man immer solche Prioritäten, die nicht wirklich eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise Geld, Zuschauer. Vor vielen Jahren war das für mich super wichtig, ganz viele Zuschauer haben, ganz viele Subs haben und Taster muss halt stimmen. Heute sage ich mir, Hauptsache 5 Leute haben gelacht und der Rest kommt von ganz alleine. Weil wenn du selber Spaß hast, gucken die Leute bei dir zu, verstehen die Euphorie, den Spaß daran und dann ist alles gut. Und das lebt sich viel ruhiger und angenehmer, wenn man sich damit mal so abgefunden hat.